160 Projekte gibt es momentan weltweit, die nach einem Covid-19-Impfstoff forschen. Viel Geld und Energie wird da hineingesteckt, um einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden. Viele sagen sich, wenn wir erst einmal einen Impfstoff haben, dann ist die Welt wieder in Ordnung, dann wird alles gut. Glaubst du das auch? Dabei fällt mir ein, dass es Gefahren gibt, die mindestens so groß sind wie das Coronavirus. Zum Beispiel auch das, was unsere innere Einstellung vergiftet, zum Beispiel der Egoismus und die Gier. Nämlich diese Haltungen führen uns dazu, dass wir die Not ausgegrenzter und armer Menschen und ganzer Nationen verdrängen. Das führt unsere Weltgemeinschaft ganz sicher in den Ruin. Meines Erachtens steht hinter der Gier vor allem auch die Angst vor dem Tod. Es gibt viele Menschen, die glauben, ich habe nur das Leben in dieser Welt und nachher ist es aus. YOLO heißt das Motto für viele. You only live once. Ich lebe nur einmal in dieser Welt und deshalb will ich so viel Spaß haben als möglich, egal ob ich damit anderen schade oder nicht. Ich denke mir, wenn Menschen eine Perspektive auf das ewige Leben haben, dann werden sie sich anders verhalten. Sie werden gelassener sein in dieser Welt und sie werden eher die Motivation haben, großzügig zu sein und auch mit den Armen zu teilen. Und die Gewissheit auf ein ewiges Leben, davon bin ich überzeugt, das haben besonders die Menschen, die an Jesus glauben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Wenn ich sehe, wie viele Menschen ihre Hoffnung auf eine Impfung setzen und wie sehr einige auf menschliche Errungenschaften warten, von denen sie sich eine gute Zukunft erhoffen, dann wünsche ich mir und wünsche ich uns allen und vielen mehr Menschen, könnten wir doch noch mehr unsere Erwartung auf Jesus setzen. Denn davon bin ich überzeugt, wer an Jesus glaubt, der wird die Gewissheit haben, ich kann ganz gelassen in dieser Welt sein. Ich bin zuversichtlich, ich brauche nicht alles haben und jeden Spaß erlangen auf Kosten anderer. Ich glaube an Jesus, der mir das ewige Leben schenkt, denn er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.